Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zock. So, der ICE verlässt hier Ömnium Lüdersburg, genau. Und ja, irgendwie es ist Weihnachten und zwar im doppelten Sinne. Denn erstens haben wir gerade einen Weihnachtstag, den 25. Und zweitens, ja, ist ja unglaublich, was da im Adventskalender alles drin war, auf der Transportfieber-Webseite. Einige, ich würde mal sagen, geradezu wegweisende Mods, zum Beispiel ein Güterbahnhof, beziehungsweise Blödsinn, eine Fabrik mit direktem Güterbahnhofanschluss und LKW-Terminals, dann eine neue Kirche und zu guter Letzt, last but not least, eine Schwebebahn. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, denn ja, eine Schwebebahn, das ist natürlich etwas, das muss man von Grund auf neu modden, das ist ein neues Fahrzeug. Da gab es nie Pläne für bei Transportfieber, deswegen einmal mehr den virtuellen Hut gezogen. Sagenhaft, liebe Modder, was ihr alles anstellt mit dem Spiel, Respekt. Jetzt gibt es aber bei dieser Mod, also wir fangen jetzt mal mit der Schwebebahn an, ein kleines Problemchen, meiner Meinung nach. Das eine ist mal die Cam, man sieht nichts, außer den Schienen. Also das heißt, wenn wir hier eine Schwebebahn bauen, man sieht die Häuser darunter leider nicht, sondern eben nur die Schienen. Das andere ist, die Pfeiler fehlen irgendwie noch. Die sollen noch nachgeliefert werden, hat der Modder gesagt. Das wird wahrscheinlich ein Asset geben, das man dann frei setzen kann. Wir werden es gleich sehen. Jetzt ist halt die Frage, wo machen wir das, so eine Schwebebahn? Also ich würde sowieso noch nicht die ganze bauen, sondern warten, bis eben diese Pfeiler dann auch zur Verfügung stehen. Vielleicht kann der Modder ja doch noch was an der Cam selber machen. Da hieß es zwar, das geht wahrscheinlich nicht, aber wir wissen es ja nicht. Ich würde sagen, wir machen so eine Art Teststrecke. Irgendwo, wo die hinpasst. Jetzt ist halt die Frage, wo? Vielleicht nicht da, wo wir schon viel haben. Also ich würde die jetzt beim besten Willen nicht in Wien machen, denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier tatsächlich die Performance auch schon wieder ein bisschen nachlässt, weil wir hier doch relativ viele Sachen haben. Wir hätten hier, ich würde sagen, das machen wir aber sicher in der Metropole, von wegen wir hätten hier. Nein, also wenn, dann machen wir das in München, Stuttgart oder irgendwo. Oder vielleicht in Frankfurt, lasst uns doch mal gucken. Frankfurt war wildes Rumgescrollen. Frankfurt war hier hinten. Würde hier eine Hochbahn reinpassen. Also wir kommen mit der Hochbahn sicher nicht über die Wolkenkratzer rüber. Aber hier vielleicht so, dass wir das ein bisschen ankratzen. Von hier nach hier. Und dann bauen wir diese Hochbahn weiter, eben sobald wir die Pfeiler haben. Ich würde sagen, das machen wir mal. Also wir schnappen uns mal Kollege Hochbahn. Hier haben wir den Bahnhof. Wir sehen uns das natürlich dann alles ganz genau an. Wir machen dich mal von hier. So, über die Straße weg. Darunter ist eh noch eine Straße, das sieht man hier. Da können wir dann noch eine Abzweigung machen. Oder wir können dich natürlich, Moment, eigentlich direkt hier ranhängen. Das würde auch funktionieren. Machen wir das doch so, wenn es schon geht. Also einmal gekauft. Dann haben wir hier die Gleise. Die sind hier. So, einmal in die Richtung. Dann müssen wir hier aber noch verstellen. Das möchte irgendwie immer gleich runtergehen. Wir wollen das aber in der Höhe haben. Wenn man jetzt, ich kann das ja mal ziehen. Dann seht ihr das Problem. Wir haben hier keinen Pfeiler, nichts. Das sieht meiner Meinung nach ein bisschen zu schwebend aus. Selbst wenn das eine Schwebebahn ist. das schwebt mir zu sehr. Hier müssten Stützen sein. Jetzt können wir mal gucken, ob wir das nicht... Nee, das geht nicht. Die Idee, die ich hatte, die funktioniert gar nicht. Ich habe mir überlegt, dass wir hier vielleicht aufschütten. Dass wir hier einen kleinen Hügel haben. Und dann die Bahn hier anlegen auf dem Hügel und dann weitergehen. Das Problem ist, dann fährt uns die Schwebebahn durch den Berg durch. Denn die ist so gemoddet, dass sie natürlich unten an der Schiene hängt. Wenn unten Land ist, dann wird das nicht funktionieren. Also da müssen wir das, zumindest solange wir jetzt dieses Asset nicht haben, so machen, dass wir hier halt ohne irgendeine Stütze, ohne einen Pfeiler klarkommen. Vielleicht hier so rüber. Ja, da gibt es eine Brückenpfeiler-Kollision. Das ist ja der Witz des Jahres. Was denn für ein Brückenpfeiler? Wir haben ja keinen Brückenpfeiler. Da hat das Spiel offensichtlich, ich weiß nicht, imaginäre Brückenpfeiler gesetzt, die man aber nicht sieht. So, wir düsen mal hier rüber. Oh, das funktioniert sogar, dass wir hier über die Häuser rüberkommen. Das ist natürlich nett. Das ist primär nett für, ja, wenn man nachher so guckt, wenn das Ding hier fährt, sieht das bestimmt cool aus. Schade ist halt wirklich, dass wenn man mitfährt, wenn man rausguckt mit der Cam, nichts sieht. Sagen wir, dass wir so machen und hier, dann machen wir das aber gerade. Moment, dass wir hier dann den Bahnhof machen. Wie gesagt, das Teil bauen wir gerne noch weiter aus, sobald die Pfeiler geliefert werden, sozusagen. Stück an Stück wird das dann gebaut. Also, jetzt brauchen wir hier natürlich den zweiten Bahnhof. Das wäre dann hier. Und dann brauchen wir noch ein Depot. Das wurde auch gleich mitgeliefert. Da haben wir eine Brückenpfeilerkollision. Das hat wohl mit der Straße zu tun.
Nehmen wir die mal weg und siehe da, geht immer noch nicht. Okay, warum, weiß ich auch gerade nicht. Da machen wir eben noch mal ein Stück Schiene. So, machen wir hier eine kleine Kurve in die Richtung. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Da möchte aber auch, ja, wie soll ich sagen, eben selbst das Gleis hat da ein gewisses Brückenpfeilerproblem. Wenn wir dich jetzt drehen, dann geht das. Okay, zack, wunderbar. Und jetzt könnte man denken, jetzt muss man das Depot erhöht bauen. Also sprich auf einem Hügel, das ist aber nicht so, denn ja, das Depot selbst ist schon relativ hoch. Das haben wir irgendwo hier versteckt. Da ist es doch schon. Schwebebahndepot wird benötigt, um Züge zu kaufen. Hängen wir gleich mal hinten ran. Können wir das direkt hinhängen? Mal gucken, ob das klappt. Jawohl, das geht direkt. Gut, haben wir. Jetzt, bevor wir die Schwebebahn machen, werden wir hier die Straßen kurz liefern, damit das hier auch wirklich Sinn macht. Falsche Straße. Richtige Straße. Du würdest mal hier ganz einfach hier reindüsen. Dann müssen wir hier nichts machen. Aber hier hinten haben wir noch... Ja, müssen wir eigentlich auch nichts machen. Da haben wir den Anschluss schon. Da könnte man sich höchstens überlegen, ob man vielleicht irgendwie so noch ein bisschen was macht. Und das dann hier mal zusammenhängt, wenn es geht. Moment, das wird schon gehen. Muss man in kleineren Schritten basteln. Dann funktioniert das auch. Und die Straße hier, die kann die Stadt dann selber verbinden, würde ich sagen. Gut. Jetzt lass uns doch mal gucken, bevor wir die Schwebebahn haben, dass wir mal einen kleinen Blick reinwerfen. Das ist nämlich schon sehr schön gemacht. Also deswegen eben nochmal Hut ab vor dieser Mod, auch weil sie voll funktionsfähig ist. Die Pfeiler fehlen, die Cam ist nicht ideal, aber das ist ja reklamieren auf einem hohen Niveau, würde ich mal behaupten. Gut, wir machen eine Linie von hier nach hier. Und das ist dann im Prinzip unsere... Ja, Schwebebahn, aber das ist eben noch nicht die fertige Schwebebahn, deswegen, Moment, machen wir Schwebebahn Testbetrieb Frank. Wo ist mein, was brauche ich, ein K? Frankfurt, so. Gekauft und jetzt brauchen wir natürlich die Schwebebahn noch. Das ist auch eine separate Bahn, da müssen wir nicht irgendwas nehmen, was es schon gibt, sondern das ist eben eine spezielle Schwebebahn. Jetzt kann man sagen, habe ich auch gelesen, die sollte man vielleicht noch ein bisschen besser ausmodellieren. Ja, das Problem ist, dass der Modder das, glaube ich, mehr oder weniger in einer Nacht oder so in ein paar Nächten gemacht hat und dann ja nicht weiterkam und jetzt eben noch dran rumbastelt. Also da wird es ein Update geben. Wahrscheinlich auch, was den Look dieser Schwebebahn betrifft. Ich werde sie gleich finden. Irgendwo war sie. da ist sie doch. Dies ist die Schwebebahn GTW 72. Sehr schön. Wir machen gleich mal eine Doppeltraktion, wenn das geht. Jawohl, funktioniert. Linie zuweisen. Das wäre dann hier Schwebebahn Testbetrieb Frankfurt. Und dann schauen wir mal. Ja, guck mal, das sieht doch klasse aus. Eben, die Bahn selber ist noch ein bisschen rudimentär, würde ich sagen. Da könnte man am Modell schon noch einiges machen. Aber dass das Ganze überhaupt funktioniert, finde ich sensationell. Jetzt kann ich schnell zeigen, was ich gemeint habe mit der Cam. Das ist noch ja, irgendwie ausbaufähig. Denn so sieht man natürlich nichts. Aber cool aussehen tut es trotzdem. Nämlich einfach von hier unten. Von der Erde. Leute, das ist Transportfieber. Das ist nicht irgendwie City Skylines. Finde ich wirklich großartig. Gut. Ja, jetzt, ich stelle mir gerade vor, wenn das Teil eben wirklich durch die ganze Stadt durchführt. Hier ein bisschen über die Häuser rüber und so weiter. Und dann die Cam vielleicht noch funktionieren würde. Ich weiß nicht, vielleicht kann man nicht irgendwie darunter eine unsichtbare, irgendwie ein unsichtbares Fahrzeug setzen und die Cam dann da montieren. Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Es gibt ja auch diese unsichtbare Fake-Lock, dass man das irgendwie so macht, dass man die Cam ein bisschen weiter runter kriegt. Aber ich bin natürlich nicht Modder, ich weiß nicht, wie das genau geht. Und hier fehlen mir halt tatsächlich die Stützen. Ich finde, es hängt viel zu sehr durch. Die fehlen, die Pfeiler. Aber die kommen, hat er gesagt, der Modder. Und ja, ich freue mich drauf. Dann können wir hier wirklich eine schöne Hochbahn machen. Sieht doch einfach klasse aus. Also ich kann es nicht anders sagen. Gefällt mir extrem gut. Die fährt nicht durchs Haus durch. Nee, die fährt dran vorbei. Wunderbar. Gut, dann haben wir noch eine Kirche. Die Bochumer Kirche. Die suchen wir mal. Die müsste irgendwo bei... Gute Frage. Bei den Kirchen sein. Wo hatten wir denn die Kirchen? Die waren... Waren die hier bei den Gebäuden? Nein. Jedes Mal gucke ich zuerst da. Sonst werden wir dann halt natürlich gucken, dass wir alle... Halt, da war doch gerade was. Nee, das ist aber das Schloss.
dass wir hier oben auf... Ah, Moment, die Häuser. Genau, da müsste es sein. Ich wollte gerade sagen, dass wir hier auf die Auswahl gehen, dass alles angezeigt wird. Müssen wir aber gar nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. Dorfkirche, Flandern. Reinholdkirche, St. Johannes. Welches ist hier? Das müsste die neue sein. Dorfkirche, Bochum, Stiepel. Okay, wir haben kein Bochum. Deswegen machen wir die irgendwo hier. Und ja, wir haben natürlich auch kein Wuppertal. Deswegen die Hochbahn oder die Schwebebahn hier in Frankfurt. Haben wir hier eine Kirche? Dann müssten wir nicht mal allzu weit rumdüsen, wenn wir die hier setzen. Ich würde sagen, die passt doch hier relativ gut hin. Vor allem zum Beispiel irgendwo hier hin. Dann sehen wir sie schön vom Bahnhof aus, beziehungsweise von den Zügen aus. Jetzt ist aber noch die Frage, wie ausgerichtet. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wäre so eigentlich fast am nettesten. Wenn wir dich so relativ nah ans Gleis ranbringen, dann können wir da vielleicht sogar noch einen Weg machen. Nicht ins Gleis rein, aber eben ans Gleis ran. Machen wir mal so. Zack, ich hoffe, das passt vorne. Jawohl, also dann ein Weg. Wir haben hier so viele schöne gemoddete Straßen. Wir schauen mal, was hier am besten passt. Irgendwas Dünnes, würde ich sagen. Ja, das ist eben genau das Gegenteil von dünn. Aber wir werden noch was Dünnes finden. Und nachher gucken wir uns diesen neuen... Ja, eben, es ist nicht ein Güterbahnhof, sondern ja, eine Fabrik mit direktem Güterbahnhofanschluss. Das hier ist ein Weg, der gefällt mir. Das Ganze hat keine Kollisionsabfrage. Das heißt, wir können den Weg hier wirklich unter die Kirche setzen. Okay, wo raus? Wo kommen wir hier wieder zurück? In die Zivilisation. Das funktioniert nicht, sehe ich gerade. Aber wir können das natürlich folgendermaßen machen, dass wir hier mit dem Weg eine Unterführung machen. So, wir gehen hier mal runter. Mal schauen, ob das klappt. Ne, da kommen wir zu spät in die Unterführung rein. Dann können wir es aber anders machen. Indem wir dich hier so nehmen, hier so durchziehen und dann mal mit N probieren. Verschiebt da das Portal ein bisschen, reicht aber immer noch nicht. Muss ich dich tatsächlich nochmal kappen? Sieht fast so aus. So. Also machen wir hier ein bisschen mehr Platz. Dann unten lang. Das müsste doch hinhauen. Das tut es auch. Machen wir hier mit dem Portal. Sieht ziemlich griffig aus dafür, dass es nur im Prinzip ein besserer Wanderweg ist. So, okay. Und jetzt hier hinten können wir eigentlich dann hier rein. Aber ohne, dass das Gebäude fällig ist. Das wollen wir bewahren. Ja. Bestens. So, ungewöhnlich wahrscheinlich für einen Weg zu einer Kirche. Aber wenn es halt nicht anders geht. Wir nehmen mal noch kurz, nee, nicht noch eine Kirche, sondern hier den Wischmob. Und werden hier mal noch ein bisschen aufräumen. Wir könnten hier natürlich auch schön noch ein paar Bäume links und rechts hinstellen, dass wir so eine Art Allee haben. Sollen wir das noch machen? Ich würde sagen, ja. Die Zeit haben wir. Dann bräuchten wir hier die Bäume. Die waren irgendwo hier unten, haben wir die. Gezielte Bäume. Tannen, die passen doch perfekt hier hin. Ich glaube nicht, dass wir hier mit der Bahn noch durch wollen. Das sind eigentlich die äußersten Gleise hier. So, nicht mal groß schneebedeckt das Ganze. So, wir machen eigentlich eh zu wenig mit Bäumen. Ich sage immer, wir machen das später noch. Das machen wir auch. Aber eigentlich kann man das auch nach und nach machen, wenn man irgendwie sowas bastelt. So, ist jetzt hier überall ein bisschen die gleiche Tanne. Wir machen mal eine andere Baum. Variante, während da der ICE durchdüst. Sehr schön. Ja, gefällt mir. Bäume sind immer cool. Da ist der Hybrid. So, das reicht aber jetzt auch schon. Wenn man jetzt hier so guckt. Ja, ist doch nett. Schöne Kirche. Die könnten wir uns natürlich auch mal noch ein bisschen genauer ansehen. Bochum, wie gesagt. Ja, jetzt haben wir gerade ein Lag. Irgendwas wird gerechnet. Ja, schönes Teil. Und passt relativ gut hier hin, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Frankfurt tatsächlich so eine Kirche hat direkt am Bahnhof. Aber das ist auch egal, das ist ja nicht das richtige Frankfurt, sage ich gerne nochmal. Wir bilden die Stadt ja nicht nach, sondern wir versuchen, ja, was Ähnliches zu machen, wie man aus der Realität kennt in Frankfurt. Aber da ich Frankfurt eben nicht kenne, persönlich, wird das immer nur ein Annähern. So, wir gucken mal noch schnell nach dem Zug und dann werden wir uns zum Thema Güterbahnhof begeben. Sehr schön, die Nordwestbahn. Auch cool. Güterbahnhof, wo machen wir den? Also es ist eben nicht ein Güterbahnhof, ich muss es nochmal sagen. Es ist eine Fabrik mit Güterbahnhof drin. Jetzt wird es natürlich Sinn machen,
Wisst ihr was, wir gucken mal, blöd gesagt, was das Ding kann. Ist das hier? Ich glaube ja. Oder wo haben sie das versteckt? Ich hatte es schon mal an der Angel. Ich habe mal geguckt. Hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Ist das bei den Mods? Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich das gefunden habe. Wir werden es wiederfinden. Hier, Elevated Train Station. Funktioniert bei mir nicht mehr. Habe ich zweimal runtergeladen und nochmal getestet. Also nur, falls jemand sagt, ich soll bitte mal wieder so ein Elevated-Teil bauen. Da müsste ich tatsächlich nochmal erst gucken, wo da das Problem ist, dass das nicht funktioniert. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo der ist. Genau, hier unten bei den Fabriken. Da, Maschinenfabrik. So, und du kannst... Ach, da ist jetzt natürlich... Ich müsste das erst bauen, bevor ich gucken kann, was das Ding kann. Ich glaube aber, es stellt Maschinen, Werkzeuge und Waren zur Verfügung. Das heißt, wir könnten mit dem Teil im Prinzip eine ganze Region dann abdecken. Jetzt würde ich das aber durchaus sogar relativ gerne in der Nähe einer Stadt haben, dass das ein bisschen noch zur Stadt gehört, auch wenn es eine Fabrik ist. Das haben wir nämlich so nicht, weil die Fabriken, die Industrie immer ein bisschen außerhalb sind. Hier sieht man, sie sind nie in der Stadt drin. Man könnte das tatsächlich in eine Stadt reinhängen. Würde das vielleicht sogar hier noch hinpassen? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Allerdings müssen wir es drehen. Ihr seht, wir haben hier noch Gleise. Wir haben zwei Terminals für LKWs. Das geht so wahrscheinlich nicht, aber wenn ich dich nochmal drehe, was passiert dann? Dann funktioniert's. Dann wäre das hier ein Teil der Stadt. Dann haben wir da aber einen Kopfbahnhof, weil hinten kommen wir natürlich mit dem Gleis so nicht mehr raus. Eine Straße würde funktionieren. Sollen wir das hier machen? Wo sind wir denn hier? In Stuttgart? Hätte schon einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, also einen gewissen Reiz hätte schon, dass wir hier diese Lücke halt ausfüllen können. Nochmal ein bisschen drehen, das Ganze. Und dann so. Hier mit ein bisschen Abstand. Ja, sollen wir das akzeptieren, dass wir dann Kopfbahnhof haben? Es sind sowieso ein bisschen wenig Gleise für meinen Geschmack, wenn hier natürlich die ganzen Utensilien daherkommen müssen, damit wir überhaupt Waren und Maschinen herstellen können. Und die Züge dann von hier wieder weggehen in die anderen Städte. Dann haben wir ein bisschen wenig Gleis. Allerdings, ja, es ist halt so. Da kann man jetzt nichts machen. Die Mod ist so gemacht. Wir stellen die mal hier hin. Dann haben wir hier halt ordentlich Verkehr. Wobei, nee, es ist Käse. Sorry, ich muss tatsächlich sagen, es ist Käse. Weil wenn wir schon so wenig Gleise haben, dann sollten wir wenigstens von beiden Seiten her reinkommen können. Vielleicht auch nicht in Stuttgart. Lasst uns mal nochmal gucken. Was haben wir hier noch? Nein, es wird eine Metropole. In Frankfurt haben wir jetzt unsere Schwebebahn. Was haben wir hier? Stecher-Schleuse ist keine Metropole. Hier, Oberböser möchte ich wenigstens, solange es geht, noch ein bisschen als Bergdörfchen haben. Also nicht als Metropole in dem Sinn, dass da überall Industrie sein muss. Lüdersburg ebenso. Hier in Köln, da haben wir hier oben schon mal was reserviert. Ich würde es dann aber nicht hier hin machen. Aber da haben wir schon einen Güterbahnhof. Wobei, das ist ja... eben, Herr Eisenberg, das ist kein Güterbahnhof, das ist eine Fabrik. Also von daher könnte man eigentlich schon was machen. Oh, ihr merkt, ich bin komplett unschlüssig, wo ich das haben möchte. Wien, wie gesagt, da ist mit der Performance schon ein bisschen zu angekratzt. Hier in München würde das eigentlich auch funktionieren. Da bauen sie tatsächlich schon auf die andere Seite. Guck mal, das ist ja sehr nett. Vielleicht hier mit Anschluss an das Gleis, was da schon durchgeht. Und mit, oder hier oben, in der Hoffnung, dass sie dann mal hier die Stadt noch entsprechend zubauen, dass am Schluss dieses Teil eben wirklich in der Stadt drin wäre. Wisst ihr was, wir machen das hier hin. Wir drehen es mal. So, dass wir hier möglichst ans Gleis rankommen. Ich nehme mal an, wir brauchen hier keine weiteren Gleise, die hier durchgehen. Oder sollen wir noch ein bisschen rauf? Hier ist ja ein Tunnel, das würde uns nicht mal stören. Oh, hier ist der Bahnhof. Arg? Nee, das geht natürlich nicht. Da müssen wir, wenn, dann weiter runter. Sonst kommen wir da mit den Gleisen nicht mehr raus. So, die Häuser da, die sind fällig. Ganz klar, die werden verschwinden. Okay, kaufen wir mal. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich. Also, Bedarf, ganz klar. Produkte, Werkzeug, Maschinen und Waren. Sehr schön. Da kann man wirklich was sehr Feines damit machen. Der Bagger hier, ja, das ist das Prinzip gute Hoffnung. Wird aber nicht klappen, weil ich würde mal sagen, die Gleise, die hier rausgehen, die sollten dem Baggerführer eigentlich signalisieren. Nö. Das bringt nichts, wenn ich hier baue. Aber dann baut. Wir werden noch nicht jetzt gleich hier rum vorwerken. Wir werden jetzt erstmal die Straßen anschließen und dann gucken, wo kriegen wir hier die Materialien her, damit wir dieses Teil hier befeuern können. Also Straßen. Mal gucken. Das wäre
Ist das die hier? Nee, ist nicht. Ist eine Außerortstraße. Das haben wir aber eher hier hinten, das gute Stück. Ja. Moment, wir haben halt so viele Straßen. Das ist immer eine kleine Kunst, hier die richtige zu finden. Wir könnten auch eine gemoddete nehmen. Ist eigentlich egal, solange sie ein bisschen Tempo zulässt. Funktionieren müsste das eigentlich. Ja, könnten wir hier die nehmen. 100 km ist mir aber zu schnell. Wir machen mal 70 draus. Okay. Und jetzt wohin mit dir? Wenn wir hier schauen, da ist ein Anschluss. Allerdings ist das fraglich, ob wir hier rüberkommen mit der Straße. Und hier, das ist sowieso Käse, was ich da mache. Hier ist immer noch Bahnhof. Also wenn, dann müssten wir hier in die Richtung. Oder wir machen eine Brücke. Oder eine Unterführung. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich würde sagen, wir machen eine Unterführung. Damit wir hier mit den Gleisen tatsächlich ohne Probleme rauskommen. Oder vielleicht gehen dann die künftigen Gleise hier auch alle unter die Erde. Das sieht aber nicht so aus. Wenn wir die hier sehen, da geht es hier unter die Erde. Die gehen geradeaus im Moment noch. Ja, wir machen mal prophylaktisch eine Unterführung. So, sprich, zack, 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 zack. Das geht hier runter. Dann kommen wir da rein und gehen hier irgendwie dann wieder raus. Wir sollten aber da nicht einen Bahnübergang haben unterirdisch. Da wäre ich auch noch ganz glücklich. Moment. Ging gerade. Jetzt geht es nicht mehr. Oh, jetzt hat die Stadt schon gebaut. Die sind ja schnell. Habt ihr das gesehen? Bevor ich drücken konnte, dass ich es möchte, hat die Stadt die Straße gebaut. Aber Leute, von der Stadt hier in, wo sind wir? München, glaube ich. Das könnt ihr nicht machen, dass ihr uns hier einfach die Straßen hinstellt und wir die dann nehmen sollen, weil das funktioniert so nicht. Wir müssen hier unter die Erde. Ja, ja. Schließen wir gleich noch an, ganz klar. So, wir machen das mal so, dass das hier hingeht. Oh, aber wisst ihr, was das Problem ist? Nee, das können wir auch nicht machen, weil wenn hier Gleise unter die Erde gehen, dann werden wir irgendwann tatsächlich einen Bahnübergang haben. Dann machen wir eben die Kurve. So, das machen wir irgendwie zack, zack, zack. Ebenerdig, machen die Kurve, gehen hier hinten lang, geradeaus und gehen da in die Straße rein. So, genau. Zack, passt. Das können wir hier auch noch reinhängen. Passt auch. Haben wir sonst noch irgendwie eine LKW-Einfahrt? Nein, sonst haben wir nur Gleise. Und hier sieht man noch, sogar ein Depot ist integriert. Wunderbar. Gut. Passt soweit? Gut. Jetzt mal schauen. Holz. Wir brauchen, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Holz und Kunststoff. Oder wir brauchen Stahl. Stahl haben wir nicht. Und Kunststoff haben wir natürlich auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt, bevor wir hier irgendwas machen können, müssen wir ordentlich erstmal bei der Industrie gucken, wie wir hier zum Beispiel an Stahl oder an Kunststoff kommen. Da hinten haben wir eine Kunststofffabrik. Das funktioniert. Da brauchen wir entweder Getreide oder Öl. Das wird wahrscheinlich dann Getreide werden, aber das werden wir sehen. Das ist zumindest nicht allzu weit weg. Das können wir dann schön mit dem Gleis hier runterführen, hier rein. Und aber dann gucken wir zuerst wegen Holz. Also Holz im Sinne von, das ist ja nicht Holz, sondern Moment. Vielleicht erwische ich das hier noch. Bretter nehme ich an. Ja, genau, Bretter. Das heißt, wir müssen erstmal Holz zu einer Bretterfabrik bringen. Und ich gucke jetzt erstmal hier in der näheren Umgebung, ob wir da irgendwas haben. Jawohl, hier unten. Da haben wir Baumstämme. Die brauchen wir. Hier oben haben wir nochmal Baumstämme. Also das haben wir in rauen Mengen. Wenn wir jetzt irgendwo noch eine Schreinerei haben, da haben wir tatsächlich nochmal Baumstämme. Die sind hier alle auf einem Fleck. Eine Schreinerei wäre vonnöten. Hier, da haben wir eine. Okay. Börnsen Sägewerk. Das heißt, wir müssten nachher hinten. Wenn wir jetzt nicht noch eher eine finden, da ist auch Wald. Also Wald ist kein Problem, aber eben die Schreinereien. Die sind ein Problemchen. Da ist auch nichts. Hier oben ist halt auch nichts. Und wenn wir jetzt hier hinten nochmal gucken. Nein, nein, hier wäre nochmal was. Das ist mir aber definitiv dann doch ein bisschen zu weit weg. Da ist das da hinten näher. Nicht wahnsinnig viel näher, aber ein bisschen. Gut, dann bringen wir, ich würde sagen, Holz mal nach da hinten und dann wieder zurück, im Prinzip auf der gleichen Strecke. Das heißt, wir müssen hier mit dem Gleis raus. Das müssten wir sowieso. Also können wir hier mal schön getrost abreißen. Das wäre dann so. Oder wir legen vielleicht sogar hier an. Und gehen dann, wo müssen wir hin? Ich muss nochmal gucken.
Das ist kein Wald hier, das ist Erze, Heisenberg. Also das funktioniert so sowieso nicht. Das sah ein bisschen so von ein bisschen weiter oben aus wie Wald. Ist aber kein Wald. Naja, gut, da haben wir Wald. Und hier haben wir Wald. Dann nehmen wir doch diesen Wald. Wenn wir keinen anderen finden, dann müssen wir mit dem Holz hier nach da hinten, nach hier hin. Das gibt eine schöne gerade Strecke. Und dann eben von hier zurück in den Bahnhof rein. Dann müssen wir aber jetzt nicht zuerst den Bahnhof machen. So, jetzt habe ich es dann langsam. Sondern wir machen erstmal die Holzstrecke. Dann gibt das hier einen schönen Güterbahnhof. Mal gucken, haben wir irgendwas Holziges? Cargo Station Blank. Da haben wir noch Zickzackstraße seitlich. Aha, Moment, das muss ich mir mal ansehen. Ich hoffe, da stürzt nichts ab. Zickzackstraße. Aha, mehrgleisig. Okay, mit einer Straße dran. Wir brauchen aber einen Güterbahnhof. Kleiner Güterbahnhof, wie man ihn in Dörfern findet. Ja, der sieht relativ cool aus. Den nehmen wir mal. Wie viele Linien brauchen wir? Im Prinzip nur zwei. Oberleitung, ja. Ach, das kann man gar nicht regeln. Okay. Gut, dann lassen wir die vier Gleise. Ne, fünf sind. Die können wir so lassen. Dann werden wir hier Güterzüge raufstellen, damit das ein bisschen nach was aussieht. Am besten mit Holzwagen. Wir gucken mal. Aber wir müssen den, glaube ich, dann doch eher hier unten haben. Wir hätten auch einen Kopfbahnhof machen können. Wir machen das jetzt mal so. Setzen den ein bisschen weiter nach vorn. Dann können wir hinten noch die Depots hinhängen. So haben wir eben auch Anschluss an dieses, an diesen Wald. Beziehungsweise im Moment, doch, das ist ein Wald, logischerweise, genau, Fuhlenhagen, Wald 2. Okay, welche Gleise nehmen wir? Ich würde sagen, ist eigentlich egal. Wir nehmen mal die obersten, sprich die hier. Und das gibt jetzt eine relativ gerade Güterstrecke hier am Städtchen vorbei. Einfach immer straight ahead geradeaus und möglichst schnell. Vielleicht sogar so. Wo müssen wir genau hin? Ja, nach da hinten. Machen wir da noch einen Bahnübergang. Nehmen hier mal das zweite Gleis mit. So, hier rein. Zack, machen gleich die Weiche. Dann haben wir das. Müssen wir nicht mehr daran denken nachher. So, ordentlich mit Tempo. Und das gibt natürlich einen schnellen Zug, wenn das irgendwie machbar ist. Also eine schnelle Lokomotive. Der Rest wird dann von den Wagen entschieden. Aha, das klappt sogar mit der fetten Weiche. Sehr schön. So, und das hätten wir ja sowieso früher oder später gemacht. Also das ist jetzt nicht mal bedingt dadurch, dass diese Mod entstanden ist, dass wir das machen. Sondern das kam jetzt gerade zur rechten Zeit, würde ich sagen. Dass wir das jetzt hier so machen können. Weil die Gegend hier hätte sowieso Maschinen und Waren gebraucht. Also das hätten wir sowieso früher oder später gemacht. Haben wir da ein Gleis? Sehe ich das richtig? Jawohl, dann brauchen wir hier eine Brücke, damit wir rüberkommen. Und dann haben wir da einen Hügel. Ich weiß nicht, ob wir uns einen Gefallen tun, wenn wir da jetzt lang gehen. Aber dann gibt es halt einen Tunnel. Oder mal gucken, vielleicht sogar eine Brücke, je nachdem, wie hoch wir da kommen. Weil, wenn wir jetzt eher auf eine Brücke gehen, dann kriegen wir natürlich ein bisschen mehr Höhe. So, gerne so. Mal weiterziehen. Das reicht aber noch nicht. Dann gibt es hier genau da, wo das andere Gleis ist, die Brücke. Okay, aber... ja, ich würde sagen, das machen wir so. 243, das reicht. Wir brauchen nicht die 300. Kein Güterzug fährt 300. Dafür haben wir die Wagen schon gar nicht. Also das klappt nicht mit 300. Und hier gehen wir halt in den Berg rein. Ganz einfach. So, das gäbe dann da einen Tunnel. Und hier diese ganz kurze Brücke. Kann man machen. Okay, gekauft. Mal gucken, ob das andere Gleis auch funktioniert. Jetzt noch schnell schauen. Doch, doch. Ist das richtige Gleis? Das passt. Geht da rein. Wunderbar. Damit wir es nicht vergessen, machen wir hier schon mal. Wobei, das könnte man lassen. Das lassen wir. Es ist ein Güterzug und das hier ist völlig auf dem Land. Also der Einzige, der hier vorbei will, das sind Leute, die ja im Prinzip hier dann das Futter holen. Aber die ist eh nicht angeschlossen, die Fabrik. Also die kriegen nichts geliefert. Die funktioniert noch nicht. Dann können wir das für den Moment auch lassen, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir genau das, was ich eigentlich wollte, dass wir hier nämlich wieder rauskommen. Moment, wir machen trotzdem mal kurz einfach testweise. Wenn wir das so bauen, wo kommen wir dann wieder raus? Dann kommen wir hier raus. Reicht das noch für eine Brücke? Jawohl, sehr schön. Portal, was nehmen wir für ein Portal? Irgendwie was Bergiges, so in dem Stil. Dann haben wir hier doch noch eine halbe Bergstrecke. Passt, und die Brücke lassen wir gleich mal. So, ein bisschen aufgeschüttet und... ein bisschen mit Brücke. Hier gehen wir wieder runter.
und schütten das auf. Das sieht besser aus. Hier in dem Wald drin. Und wir müssen aber nicht dahin, sondern dahin. Also noch ein bisschen durch den Wald durch. Und dann haben wir hier wieder dieses Schwachbrünstige. Das ist ja komisch. Dann bauen wir es doch lieber so. Okay, dann ist das Schwachbrünstige weg. Und hier geht es in den Wald rein. Und zwar ebenerdig. Bestens. Und da vorne brauchen wir dann eben wieder einen Bahnhof. So, wo ist mein zweites Gleis? Hier einmal durch den Berg durch. Das sollte kein großes Problem sein. Sollte. Boah, ist es auch nicht. Okay, geschnappt und zack. Nach hier vorne und jetzt vielleicht doch zuerst hier vorne noch einen Bahnhof hinstellen. Die werden dann mit ihren fertigen Brettern eigentlich auch nur nach da vorne düsen. Das heißt, hier würde auch ein zweigleisiger Bahnhof reichen. Dann nehmen wir doch nochmal diesen einen, den wir da haben. Den wir auch in Oberböser haben. Da können wir auch vier Gleise machen, aber die zwei hier reichen. Im Prinzip würde eines reichen sogar, wenn man es genau nimmt. Bahnsteiglänge bräuchten wir schon die Länge. Was haben wir denn beim anderen für eine Länge? Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Das müssen wir nochmal schauen. Ich glaube, da kann man die Länge nicht einstellen. Aber bei dem müsste es so gehen. Jetzt haben wir 304 Meter. Wir machen mal 336. Damit wir wirklich möglichst lange Züge machen können. Und wenn man da guckt, wir sind mit dem Gleis eh schon in der Nähe. Es gefällt mir nicht, wenn der so krumm ist. Wenn, dann vielleicht doch eher so. Kriege ich dich hier irgendwie hin? Da müssen sie ordentlich graben und machen und tun. Wenn wir ihn halt so bauen, dann werden wir jetzt eine ordentliche Kurve haben. Das gefällt mir auch wieder nicht. Dann machen wir es eben doch anders. Einmal drehen. Und wenn es irgendwie geht, hier hin. Ja, eher schwierig. Nochmal drehen. Und dann haben wir wieder die krumme Geschichte, die mir nicht gefällt. Ja, das ist halt immer pingelig ist. Ja, gefällt mir tatsächlich nicht. Gut, machen wir dich doch hier oben hin. Und dann machen wir mit dem Zug die Kurve. Hilft ja nichts. Die Frage ist halt, wo funktioniert es? Irgendwo haben wir eine Stelle, wo es funktioniert. Hier zum Beispiel. Da kommen wir aber nochmal in den Tunnel rein. Ach, wir bauen es mal. Zack. Okay, Hallöchen. Schöner Bahnhof. So. Mal schauen, ob das klappt, dass wir jetzt da noch reinkommen. Das funktioniert sogar ohne Tunnel. Zumindest wenn wir es so machen und wenn wir es so machen. Auch. Ja, das ist perfekt. Nehmen wir gleich. Was wir haben, das haben wir. Gehen nach hier vorne. Und dann machen wir da noch eine Weiche. Dann haben wir die hier nämlich auch. So, da müssen wir noch die Linie einzeichnen, Signale setzen. Und dann haben wir diesen ersten Schritt. Dass wir dann den anderen Bahnhof auch mal noch sehen. Ja, sozusagen mit Funktion. Ist kein Bahnhof, ist eine Fabrik. Irgendwann lerne ich es noch. Ich bin mich nicht gewohnt, dass Fabriken direkt einen Bahnhof dran haben. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. So, und das funktioniert natürlich nicht. Deswegen Oldschool-Weiche. Wunderbar. Nehmen wir gleich mal die Signale. Einmal so. Dann ein Gegensignal ordentlich entfernt, weil es lange Züge geben soll. Und dann müssen wir da hinten nochmal schnell gucken. Wegen dem Bahnhof, wegen der Länge. So, mal hier im Tunnel drin noch Signale. Dann gibt es hier nochmal welche. Dann haben wir ein paar Blöcke. Wie sieht's aus? Das ist noch ein Stückchen. Machen wir hier in der Mitte mal nochmal zwei Signale hin. Und jetzt hier hinten gucken. Also erstmal noch ein Signal vor die Weiche. Ein Gegensignal weiter vorn. Machen wir mal hier. Passt. Und jetzt gucken wegen dem Bahnhof. Der hat natürlich schon schlicht und einfach keine Länge. Ah, das ist irgendwie ärgerlich. Da können wir aber auch nichts machen. Da müssen wir den Bahnhof nochmal wechseln. Und da sieht man schon, das gibt ein Problem mit Kollision und Co. Den müssten wir wahrscheinlich nochmal neu bauen. Wie lang ist der denn? Das ist noch schwierig zu sagen. Wir könnten ihn verlängern. Also indem wir einfach das Gleis hier hinten rausziehen und diese Weiche hier versetzen. Aber tut mir leid um den Bahnhof. Das funktioniert so irgendwie nicht. Wir brauchen hier einen langen Bahnhof. Also nehmen wir nochmal schnell den Bagger. Reißen den ab. Schade um den schönen Bahnhof. Aber eben, wenn wir halt einen längeren Bahnhof brauchen, dann muss der halt weichen. Da steht ja auch kleiner Güterbahnhof. Ist also eh in Ordnung. Wir nehmen mal den hier. Anzahl Gleise machen nur diese zwei. Bahnsteiglänge machen wir mal 400. Das reicht sicherlich. Zweiter Anschluss brauchen wir nicht. Curvata könnte man eigentlich auch noch machen, dass wir ihn ein bisschen drehen in die andere Richtung.
Und da muss da hinten die Straße natürlich noch weichen. Das funktioniert so nicht. Das würde aber von der Länge her sicherlich passen. So, nehmen wir weg. Ich hoffe, da stellen sie jetzt nicht gleich wieder hin. So. Irgendwie so. Vielleicht sogar ranhängen schon. Ja, das passt perfekt. Gut, und jetzt haben wir da die Straße gekappt. Die werden wir natürlich auch nochmal schnell reparieren, dass da die Fahrzeuge wieder da runterkommen, wenn sie das tatsächlich wollen würden. Wo ist denn hier der Straßenanschluss? Hier hinten. Oh lala, da ist dann noch die Frage, ob das reicht, um hier reinzukommen. Aber ich sehe gerade, wir sind eh völlig über die Zeit. Liebe Freunde, das ist eine Problematik, der nehmen wir uns morgen an. Sonst reißen wir das Ding ja nochmal ab und verschieben es ein bisschen, machen den zweiten Straßenanschluss. Das wäre wahrscheinlich eine Idee. Oder halt, das können wir ja hier schnell gucken. Das funktioniert sogar. Okay, dann wird das so gemacht. Und schon haben wir den Anschluss. Sieht man? Jawohl, perfekt. Gut, dann können wir ihn nämlich so stehen lassen. Okay, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben eine Schwebebahn und wir haben hier hinten. Ne, wo war's denn? Da oben. Ne, auch nicht. Wo ist denn jetzt das Teil? In München. Da unten ist es. Und wir haben einen neuen, ja, Industriekomplex mit Anschluss, ja, wie soll ich sagen, mit Anschluss an die Bahn und mit Anschluss eben auch hier für LKWs und hier bauen zu schauen. Das ist ja dann auch wieder cool. Ja, da müsst ihr aber aufpassen, da kommen dann irgendwann Gleise. Gut, ich halte jetzt meinen Schnabel, denn wir sind weit über die Zeit. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.